Und damit hallo und recht herzlich willkommen zu Bus Simulator 2018. Das wird ein kleiner Guide werden. Und zwar geht es hier um Strecke erstellen. Viele haben Schwierigkeiten. Ich kann das auch verstehen. Es ist unglaublich. Auf den ersten Blick unglaublich kompliziert. Das ist leider wirklich so. Wichtig ist, dass man das nach und nach durchgeht. Also erst die erste, das habe ich schon fertig. Da sollten wir einen Hauptbahnhof verbinden. Das ist hier die 10. Weil der Hauptbahnhof ist nämlich hier. Das heißt, es kann nur die gelbe sein. Alle anderen Strecken habe ich noch mit dem Hauptbahnhof noch gar nicht verbunden. Beziehungsweise doch die blaue. Es ist die hier. Aber die wollte ich eigentlich gar nicht zeigen. Die machen wir nämlich. Die löschen wir nämlich. Die hatte ich nämlich schon gemacht in einem vorherigen Video. Das hat nicht so hingehauen. Wichtig ist hier. Wir wollen ja das machen. Das heißt, wir hängen uns das mal an hier und hoffen, dass das weggeht. So. Dann ist es nämlich drin und die Punkte werden hervorgehoben. Hier, ihr seht das, die blinken so. Man kann auch reinzoomen, dann seht ihr das hier Haupt. Die Haltestellen werden dann hervorgehoben. So, wichtig ist hier, dass man liest. Das ist leider ein bisschen klein. Ich habe versucht, hier viel größer zu machen, aber das ist irgendwie, keine Ahnung. Ich hoffe, das geht so. Nutze Fahrer auf einer Strecke mit maximal 9 Haltestellen. Es dürfen also nicht mehr als 9 sein. Und es muss ein Fahrer eingesetzt werden. Also es zählt nicht, wenn wir die selber fahren. Verbunden werden soll. Hauptbahnhof, mindestens eine Haltestelle. Der Hauptbahnhof hat selbst 2. Sehen wir hier. 1, 2. Da können wir eine Verbindung machen. Wir machen mal eine neue Strecke. Wir verbinden ihn. Dann haben wir den Hauptbahnhof. So, die nächste wird Agrikulturalzone. Mindestens 2 Haltestellen. Die Agrikulturalzone ist hier. Nicht weit entfernt davon. Ich fahre die jetzt einfach mal so. Dann haben wir die beiden. So. Mindestens 2 Haltestellen haben wir. Und Industriezone sollen wir auch nochmal 2. Industriezone ist hier. Da seht ihr auch, die blinken natürlich. Also nutzen wir die und die. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Wir haben 5 Haltestellen, also wir sind nicht über die 9 hinüber. Das sollte passen. Speichern das Ganze. Wichtig ist, dass ihr hier einen Fahrer einstellt. Hier, der ist noch frei vom letzten Mal. Hier, so. Ihr könnt die jetzt selbst fahren. Die Strecke selbst fahren, das machen ja die meisten. Oder ihr fahrt eine andere Strecke. Hauptsache ihr fahrt einmal irgendeine Strecke, damit der Fahrer seine Strecke abschließen kann. Sonst wird das nichts. Von alleine passiert das nicht. Der schließt die nur ab, wenn ihr eine gefahren habt. Ihr könnt die fahren, ihr könnt aber die fahren. Wie ihr wollt. Nein, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Also einfach irgendeine fahren. Und dann sollte die, also in dem Fall das hier, abgeschlossen sein. Mit dem blauen Kästchen. Dann geht ihr eins nach dem anderen durch. Dann macht ihr hier das nächste. Vielleicht zeige ich die beiden dann auch noch. Ihr kriegt ja auch eine Belohnung. Ihr schaltet den Hafen frei und kriegt 90.000 dafür. Und die aktuelle Quest ist eben, ich mag Züge. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Ja, probiert's mal aus. Einfach fahren. Und der Fahrer fährt dann. In dem Fall auch. Und die Strecke ist abgeschlossen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.